Jo, meine lieben kleinen Jabraus da draußen. Heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Bioshock Remastered 1. Wir sind hier stehen geblieben, dass wir irgendwelche seltsame Sachen, Bienen, Spucke, sonstiges zusammensammeln müssen. Ich weiß nicht mit 100%, was wir jetzt sammeln müssen. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Inka-Schule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Ja. Tot? Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also, oh, shit. Warum wir Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Will ich es mal langsam aufhören? Will ich nicht? Muss weitergehen, Leute. Es muss weitergehen. Ich schau mal, was das Zeug hält. So. Aber scheinbar vorbei. Hier springt doch bestimmt auch eine Little Sister rum. Yes! Ich bin mir auch sicher, dass sie eine rumhupft. Hat schon gerochen. Diese Kette, die sie erschaffen hat? Nein. Ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Das ist Assen. Geschafft. Auch wenn es nur gerade so war, wir haben es geschafft. Alter, alles vergammelt hier. Kann nichts sauber halten, die Jungs. Wie lang ist das hier eigentlich schon so? Na, wie lang haust eigentlich hier schon das Chaos? Ohne Scherz. Kann nicht seit heute sein. Das muss ja schon seit Ewigkeiten so sein. Stundenlang, Ewigkeiten muss das hier schon so sein, ohne Scherz. Hörst du jetzt scheiße an, was ich sag? Hey, guck mal, wer da ist! Mr. Bubble war kein Feuer! Doch. Bin ich nicht ein guter Mensch? Alter, was bist du für einer? Ich muss schon sagen, der Flammenwerfer, der kickt. Der kickt richtig. Oh nee, ist irgendwas ausgelöst. Selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trou de Cul drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seine Leute, den Homo uns, die Kamera.
Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet: Pierre, keine Sorge. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. So. Brauchen wir erstmal wieder ein bisschen mehr Geld und so weiter. Schließen nicht unser Kohl. Ja, es könnte auch in den Automaten wieder Geld drin sein. Könnte sein. Das ist so asozial. So, was haben wir denn hier? Einmal so, so. Das Glück haben. Wreck. Geschafft. Okay, noch ein bisschen mehr Geld. Das Geld haben wir wieder zurück, was wir ausgegeben haben. Ich hab jetzt gammelt. Ach. Geld. Schrotflintmunition. Geheimer Gang. Dr. Souchon, ich bin von Ihrem Vorschlag schockiert. Wenn wir die Struktur der Plasmide, die wir vertreiben, wie Sie vorschlagen, so modifizieren, dass die User dadurch anfällig für mentale Manipulation durch Pheromone werden, wäre es uns ja möglich, die Aktivitäten aller Einwohner von Rapture zu steuern. Der freie Wille ist das Fundament, auf dem diese Stadt aufgebaut ist. Allein der Gedanke daran, dies aufzugeben, ist abscheulich. Andererseits befinden wir uns hier im Krieg. Ginge es nach Atlas und seinen Schergen, würden sie uns nicht zu Sklaven machen, wenn sie können. Und was wird dann aus dem freien Willen? Nun, radikale Zeiten erfordern radikale Maßnahmen. Leute, das ist krank. Ich dachte hier alles noch ab, als wär's. Das hätte alles hier keinen Sinn, was ich tue. Der Big Daddy gehört mir. So, hier will ich auch durch. Unbedingt sogar. Sag, dass ich das 100. Ah, oh, okay, versuchen wir es mal lieber. Mal ein bisschen Slalom, wenn es anders geht. Okay, das kann man noch ein bisschen verwenden. Zack, zack. Auch noch verwenden. Ja. Gehackt. Ich will da durch, denn hier ist was. Okay, hat bloß so ausgeschaut von der Seite. Schade. Hat nur wertvoll von der Seite ausgeschaut. Schaut euch an, Alter. Ich bin Munitionsking einfach hier drin. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem Verdrängen. Oben die ganze Zeit. Jetzt richtig ab da oben. Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Das ist bloß das erste in zweiter Form. So. So. Meine Little Sister haben wir ja schon kapert. Oh, also auf mich geht's auch volle Pulle los. Ich will, der reagiert nicht mehr auf mich, kann er sein. Bleibt mal schön auf meiner Seite, Kollege. Kann ich noch ein bisschen gebrauchen. War noch ein bisschen sehr. Tja, es ist halt einfach so, es ist ein verdammt starker Weggefährte. Bienen! Bienen ist auf mich los. Autsch. So, cool.
Okay, die Bienen hassen mich. Bienen mögen mich nicht. Okay, wir haben es verstanden. Neues Perk. Leute, so viele Sachen gibt's hier. Aber wir haben zu wenig Plasmide. Wir können es das zwar jetzt kaufen, wir müssen halt dafür eine Sache weggeben. Obwohl, das hier würde ich ganz gerne weggeben. Hetzen Sie Insekten auf Ihre Gegner. So können Sie viele Gegner gleichzeitig attackieren. Denn das Einfrieren ist zwar echt geil, aber es tötet meine Leute. Das ist nicht so geil. Was kann ich jetzt hier holen? Ist hier ist leer. Nichts da, was ich holen könnte aktuell. Mit der Hand leben jetzt Bienen. Das erzähl mal deinen Kollegen. Mit der Hand leben jetzt Bienen. Autsch. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Ach, cool. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Achso, ich habe bloß noch ein bisschen Zeit. Er hält aus. Oh oh, ich habe auch Big Daddy auf mich gehetzt. Shit, 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 shit. Big Daddy. Tut mir leid, muss jetzt sein. Viel Spaß mit meinen Bienen. Ich liebe diese Fähigkeit. Ich liebe sie jetzt schon. Wenn sie bloß etwas mehr Schaden machen würden, das wäre echt wunderbar. Oh, Schatz. Geht mir nicht mehr so auf die Eier. Ich muss hier Bienen, glaube ich, doch gut. Okay, diesen Akku. Okay, Muni. So. Ah, oh, komm, das ist doch jetzt mal nervig. Nervig. So. So, einmal ganz kurz alles so gehen. Schickt mal Läuse. Tut mich gerade persönlich wenig. Schick mir mal Plasmide. Ich will jetzt nochmal sterben, das erste Mal. Okay, was macht mehr Schaden? Bienen?
Okay, die Bienen machen mehr Schaden. Krank viele. Das haben wir schon geöffnet, das haben wir noch nicht geöffnet. Strike, wir haben alles. Oh shit. Komm ich jetzt hier nicht mehr raus? Oh Mann. Warum habe ich eigentlich diese Munition? Okay, wollte schon gerade sagen. Auch keine Munition mehr, krank. Können wir das jetzt wieder aufmachen? Okay. Da drin gehen wir, bleiben die lieber weg. Die hören sich echt krank an. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Auch mal nachpumpen. So, dafür kriege ich die wenigste Munition her. Wir müssen mal ein bisschen Munition sparen, deswegen. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Und Sie schämen sich. Ach, zu Bienen. Das stimmt, das funktioniert nicht so ganz. Elimination. Hat die Panzer brechen, auch kein Problem. Ist ja auch lauter Bienen. Anker steht hier. Alles voller Bienen, Whisky, Wodka und keine Ahnung, alles hier. Also so krank. Voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben, es sind immer noch Kinder. Sie spielen, singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Ja, aber die Bienen machen Spaß, ne? Und die Bienen machen sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich mag Bienen. Bring mir etwas. Leider nicht so viel. Und man konnte auch diese Fähigkeit irgendwie upgraden später. Gucken wir, wer da ist. Hier unter, wo man dezent mehr bringt. So spart man Munition. So spart man richtig Muni, Leute. Nehmen wir eine Bienen. Big Daddy räumt auf. Oh shit. Ach, Bienen sind scheiße, wenn man Big Daddy gerade an seiner Seite haben will. Sowas am Arsch, Leute. Oh, dann ballern wir da mit Panzerbrechen durch. Das war mies. Das war einfach mies, Leute. Mies viel Munition für nichts verschwendet. Und Adam. Hab ich nicht vergessen. Guck mal, was da ist.
So, ich wollte Pumpgum. Oh. Schau doch mal nice aus. Stecken sie aber auch mal ganz gerne. Wenn man es auch hier übersehen kann. Was ist denn hier alles versteckt? Kannst dich richtig satt sehen gehen. An jeder Ecke irgendwo ist was versteckt auf jeden Fall. Später gehe ich wieder auf Fototour. Habe wieder 10.000 Bilder geschossen. Oh, was war das? Habe ich schon. Irgendwo wird hier gerade verkehrt. Das wegpusten? Ich hab grad nicht zugehört. War gerade geistig abwesend. Oder Leute. Allerdings, da uns auch die Zeit wieder flöten geht, würde ich sagen, das war's. Diese Folge. Salve, dir gefällt mein Video? Dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.